Die wollen nur Kekse, oder? Ich glaube, die wollen zuhören. Hä? Zuhören? Ach so. So, wir sind auf Fehmarn, auf der Insel Fehmarn in der Ostsee. Hier beginnt die letzte Etappe unserer Reise rund um Deutschland. Also von hier aus wollen wir dann weiterfahren an der Ostseeküste entlang und an der dänischen Grenze. Jetzt schauen wir aber erst, was auf der Insel los ist. Kennst du die? Ich kenne es alle persönlich. Ja. Okay, wie heißt die erste da? Anna, das hinten ist das Sepp. Der Rosemarie. Das sind der Blatt Redels. Nee. Fehmarn ist nach Rügen die zweitgrößte Insel Deutschlands. Aber trotzdem eine sehr gemütliche. Die Strände sind naturbelassen, die Landschaft ist bäuerlich und die Inselhauptstadt Burg ist eher nur ein kleines Städtchen. Aber es gibt auch Superlative. Hier wachsen die größten Wirsingköpfe, hier stehen die drei höchsten Ferienhäuser und unter Surfern gilt Fehmarn als das deutsche Hawaii. Die Insel zählt nämlich zu den sonnenreichsten Gebieten Deutschlands. Heute gerade mal nicht, aber es wehen beständige Winde und das lockt die Wellenreiter. Auch die Surfzwillinge Manfred und Jürgen Schaschulla hat es auf die Insel verschlagen. Wir wären zwischendurch so oft Millionär geworden, ja, wenn wir nur so schlau gewesen wären. Ja, ja. Oder wenn wir wenigstens ein bisschen Kohle auf der Hand gehabt hätten. Ja, das ist richtig. Gut, okay, das haben wir heute auch noch nicht. Nee. Aber immerhin können wir uns schon mal ein Flugzeug gönnen. Ja, nee, den Flug. Ah, den Flug, ja, das Flugzeug. Das Flugzeug selbst auch noch nicht. Aber den Flugplatz. Ja, gut, den Flugplatz schon. Ne, dem, ja. Oder den Platz auf einem Flug. Ach so. Ja, das würde ich auch sagen. Mehr reicht es noch nicht. Wir sind Naturburschen und wollen die Welt genießen. Das ist, was wir wollen. Mehr nicht. Surfst du überhaupt, Franz? Nee. Nicht schon durchgefallen, ne? Ja, da musst du. Nee, gar nicht mal durchgefallen. Du musst das jetzt nächstes Jahr bei uns lernen. Ja? Du kannst dir wählen. Willst du bei ihm den Surfunterricht oder bei mir? So halbe, ne? Halbe. Ja, gut. Ja. Ja, dann machst du das nächstes Jahr. Also 1. Mai, 14.30 Uhr fängst du an. Ja, geht es ja in meinem Alter noch, ne? Pass auf, Franz, das Surfen, wenn du es in der Zeitung siehst, im Fernsehen, du kannst ja nicht die Gefühle der Menschen sehen, was so ein Surfer in seinem Inneren erlebt. Mhm. Deshalb, Windsurfen kannst du eigentlich nur dann erleben, wenn du in Gleitfahrt übers Wasser schwebst, wo nur noch die Finne hinten, die Flosse, so ein bisschen das Wasser berührt. Ja. Sonst das ganze Brett aus dem Wasser rausgehoben ist, ja, und du völlig schwerelos über das Wasser gleitest und du denkst, du hängst in deinem Trapez drin und guckst die Sterne an, ja, und gleitest die Augen zu. Und weißt du was? Aha. Und dann kriegst du so einen Bammel, ja, du bist so weg. Ja. Das sind mindestens 10 Schmaucherzigaretten, die du auf dem Schlag wegrauchst. Ja. In der Sylter Burg, ungefähr bei Liss, da lief er stur, direkt auf Mist. 1975 überquerten die beiden Haudegen den Ärmelkanal. Als erste auf dem Surfbrett. Teile der Ausrüstung dafür mussten sie damals erst erfinden. Oh, give me breeze, my lord. Oh, give me breeze, my lord. Oh, give me breeze, my lord. Dieser Kanalbeschlag sollte nur dazu dienen, eigentlich, ja, um über den Ärmelkanal zu kommen. Wir hatten da noch nicht dran gedacht, dieses Patent irgendwie zu verwenden, um wirklich da Money zu machen. Ne? Wir wollten einfach nur über den Kanal kommen. Und dafür haben wir dieses Ding entwickelt. Aber wir hätten jede Menge Kohle machen können. Ja, hätten wir. Wir waren so doof. Ja, haben wir nicht gemacht. Ja. Wir fanden das auch gar nicht so wichtig. Nee. Für uns war das Windsurfen viel wichtiger. Ja. Die Kohle, das war, ach ja, das war nebenbei. Ne? Zum Überleben. Zum Überleben. Mehr nicht. Mehr nicht. Ja. Wir waren einfach die Sportler, die aus diesem Windsurfing kein Geschäft machen wollten. Und wir sind heute noch in der Lage und leben nur vom Windsurfing-Sport. Kugel, und bringt allen Leuten heute Windsurfing bei, weil für uns das Heiligste dieser Welt ist. Er? Ja, weil das ist unser Ding. Ja.
Über die Fehmarnsundbrücke fahren wir zurück aufs Festland. Nach Europa, so sagen die Inselaner. Schleswig-Holstein ist eine feuchte Angelegenheit. Rechts die Ostsee, links die Nordsee und dazwischen auch noch künstliche Seen. Ein Paradies für den Angelfreund. Guten Tag. Moin. Petri Heil sagt man, oder? Ja, Petri Heil sagt man. Gottes Willen, Sie haben ja schon jede Menge da. Ja, so ein bisschen was soll ja auch sein. Hallo. Gernstl. Ich bin Auwa. Franz heiße ich. Und Sie sind der König der Angler, haben wir gehört. Ja. Also wir wollen das mal für die Kirche im mittleren Dorf lassen. Es gibt viele gute Angler. Ja. Ich habe nun das Glück, dass ich schon sehr lange fische und halt etlichen Leuten das Angeln auch schon beigebracht habe. Und von daher hat man dann irgendwann nach geraumer Zeit, wenn man das ein paar Jahrzehnte macht, hat man natürlich auch einen gewissen Ruf dann. Ja. Wenn man sich einen Kopf macht, wenn man sich überlegt, was man tut. Also Angeln ist nicht einfach sich nur ans Wasser setzen und das war so früher mal. So kommst du mir immer vor? Nee, das ist dieses falsche Bild, was man in Deutschland von Anglern hat. Also der deutsche Durchschnittsangler wird hier immer so beschrieben, das ist jemand, der im Sommer im Feinripp-Unterhemd mit Soßenfleck drauf und einer Dose Bier im Stuhl schmerbäuchig irgendwo sitzt, drei Ruten im Wasser hat und auf irgendwie stumpfsinnig auf irgendwelche Posen guckt. Ja. Das ist 500 Jahre vorbei. Nee, ich sehe die immer noch rumhocken. Ja, aber der moderne Angler handelt das völlig anders. Heute geht man Zielfisch angeln. Ja, so schaut's aus. Wollen Sie anfangen? Ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ja? Ja, klar. Ich werfe raus und dann dreht der Franz und dann wollen wir mal gucken. Aha. War das Ihr Sohn eben, der damit angelt? Nein, das ist nicht mein Sohn. Ich habe eine kleine Tochter, die ist aber zu Hause, die ist noch zu klein zum Angeln. Aha. Aber die muss es lernen. Die muss es lernen, wenn sie möchte. Ja. Mein Mädchen haben es ja meistens mehr mit Pferden. Aha. Ist das doch so eine elementare Männergeschichte, das Angeln? Ja, erstmal ja. Ne, Mädels gucken ja mehr so 180 Grad, ne, und können nach 2 Minuten auf einer Party gleich sagen, wer wen angeguckt hat und wer was trägt. Ja. Während ich das mein Lebtag nicht sehen würde. Aber wenn hier eine Forelle springt, die sehe ich, die sieht meine Frau aber nicht. Aha. So, und jetzt haben sie einfach die Rute und jetzt mit dem Zeigefinger. Im Zeigefinger ganz zutsche hier so langsam reindrehen. Und die Rute so ein bisschen weiter oben fassen. Ja. Ja. So, und jetzt so ganz zutsche mit dem da an dem Hebel so drehen, Rutenspitze ein bisschen nach oben. Und wenn das dann zuckt, langsam weiter drehen. Mhm. Mehr muss man nicht machen. Zucken tust, wenn der Fisch dran ist, oder? Zucken tust, wenn der Fisch das erste Mal zufasst. Jetzt noch ein paar Bahnen hier rein. Komm ich heute mit hin. Ja, ein paar können wir noch. Vielleicht bin ich irgendwie nicht dazu zum Angeln. Nee, ein paar Mal reichen. Du bist der Typ, der dann sitzt mit dem Bier wahrscheinlich. Hier ist so einer mit einem Ripphemd und einem fixe Bier und verbrauchten Flecken auf dem Bauch. Vielleicht eine schöne Musik noch. Volksmusik. Schöne Volksmusik. Aber die Route immer ein bisschen seitlich. Ach so. Wenn die Route hier ist, dann hat man viel mehr Möglichkeiten zu reagieren auch. Ja. Warum angelst du eigentlich? Was reizt dich so dran? Diese Zweidimensionalität. Man kann letztendlich immer nur auf die Wasseroberfläche gucken. Was unten passiert, muss man sich immer nur vorstellen. Ja. Da bin ich nicht mehr hier, dann bin ich da, wo mein Köder ist. Das bin ich dann. Ja. Also dann bin ich mit meinen Gedanken wirklich, ich sehe das vom inneren Auge, was mein Köder da unten macht. Mhm. Und wenn ich das perfekt hinkriege, dann angle ich auch gut. Mhm. Dann wird man eins. Also das kann man so schwer beschreiben, man wird eins mit der Natur. Mhm. Und alles das, was man sonst fürs tägliche Leben braucht, verschwindet. Jetzt lassen wir das wieder absacken. Mhm. Nichts machen im Moment. Okay. Nichts machen, erstmal gar nichts tun. Das ist gar nicht gut. Manchmal sieht man die Forellen auch an der Oberfläche. Ja. Da war wieder eine. Siehst du, Just? Da springen sie. Ja. Da war er das erste Mal. Es ist da wieder. Ja, jetzt zieht es an. So, jetzt hast du einen Fisch dran. Oh je. Jetzt, genau, jetzt die Rute nach oben und drehen. Und jetzt ganz in Ruhe. Aha. So fängt man Fische. Also so schwer ist es nicht. Nee. Na, und jetzt ganz in Ruhe. Genau. Hey. Jetzt hast du einen Fisch an der Angel. Tatsächlich der erste Fisch an der Angel. Und jetzt gehst du langsam rückwärts hier, damit er irgendwann immer mehr Richtung Kante kommt. Und, das ist und jetzt wieder nur ziehen. So ein ständiges jetzt wieder nur ziehen. Genau, das ist der Fight. Das ist der Kampf. Fisch gegen Angel. Deswegen gehe ich los. Aha. Weil ich diese Gefühle, genau das will ich erleben. Ja. So, und jetzt ziehst du ein bisschen darüber. Ah, an die Wasseroberfläche so ein bisschen, sonst kann ich ihn versuchen, hier drüber zu führen, übers Netz. Hast ihn. Petri Heil. Sauber. Hallo Fisch. Da hast du deine Forelle, oder? Da hast du deine Forelle. Oh.
das war's. Tut mir leid, das müsste sein. So, da hast du deinen Fisch. Ja. Schön glitschig, wie alle Fische. Ja. Wo tue ich jetzt hin? Da zu den anderen. Klar, und da liegt auch ein Läppchen. Ja, ich meine, ist der kleinste, gell? Na, das ist nicht der kleinste. Nein, guck mal hier. Der ist mit Sicherheit kleiner. Ja, siehst du, der ist ein bisschen kleiner, genau. Siehst du? Angeln. Das ist was für echte Männer. Und echte Männer können auch Feuer machen. So, jetzt haben wir es gleich gar und dann können wir schnabulieren. Und Fische braten. Und ohne Besteck essen. Der schmeckt schon sehr gut. Also Holsten, ne? Mhm. Wenn wir schon in Schleswig-Holstein sind, Prost. Prost. Und echte Männer werden auch schnell gute Freunde. Aber sie müssen auch wieder weiter über den Nord-Ostsee-Kanal nach Rendsburg. Dort wohnt Harro Koch, ein pensionierter Fabrikant. Als Altersruhesitz hat er eine kleine Werft an der Eider bezogen, weil er bei seinem Boot sein will. Da haben die Bayern hergefunden. Sind Sie der Herr Koch? Der Mann, der die. Harro Koch, richtig. Der Mann mit der ältesten Rennjacht. Moin, moin. Moin. So. Stimmt's, dass Sie die älteste Rennjacht besitzen? Ja. Ja? Das ist schon richtig. Aha. Und die werden wir uns gleich angucken. Aber es ist Winter und alles ist abgedeckt. Und jetzt kann man natürlich nicht so schön sehen wie im Sommer. Ah, verstehe. Ja. Und das ist natürlich nicht so ganz schön. Aber Aha. Ich werde das mal versuchen, so gut ich kann, das zu erklären. Ja? Ja? Ja. Es war ein regelrechtes Piratenschiff. Es sah aus wie ein Piratenschiff. Es war alles eingefroren, es war dick Eis. Und also das Schiff war eigentlich verurteilt. Es hätte, wenn ein Seeventil gebrochen wäre durch das Eis, dann wäre das Schiff also abgesoffen. Ja. Und somit bin ich wieder rüber zurück nach Florida und habe überlegt und habe... Was haben Sie denn da gemacht in Amerika? Naja, ich habe meine Messgeräte auch in Amerika zum Teil gebaut und auch vertrieben. Ich habe ja 25 Jahre gelebt und habe dann nicht im Liegestuhl gelegen Aha. Oder im Schaukelstuhl. Naja, und somit kam ich wieder rüber und habe mir das überlegt, das Schiff war also zu verkaufen. Ja. Und mein Sohn kam dann auch Mitte Januar rüber und dann habe ich ihm das ganz schon beigebracht. Ich sage, das und das Schiff liegt da in einem Zustand, so traurig. Und da hat mich mein Sohn hat mir den Kopf geschüttelt und gesagt, Papa, was willst du damit? Was soll das? Ich sage, das Schiff könnten wir retten, sage ich. Aha. Und somit haben wir das Schiff gekauft und haben angefangen. Ja. So, dann gehen wir mal an Bord ja. Und sehen uns das mal an. Ja. Wie alt ist das Schiff denn eigentlich schon? Naja, 1867. Ja, es ist schade, dass jetzt alles abgedeckt ist. Aber wie gesagt, hier kommt kein Wasser, gar nichts. Das ist alles noch original, wie es damals war. Ja. 3 Monate hat mein Sohn dabei gesessen. Das Steuerrad war schwarz. Das war so vergammelt alles. Und das hat er alles wieder abgezogen und wieder einwandfrei und dann 6-mal auflackiert. Aha. Da wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, ein neues zu bauen. Nö, das wäre schade um das schöne Schiff, das soll original bleiben. Ja. Und ich meine, das haben wir auch wieder schön geschafft. Aha. Dann gehen wir mal am besten unter Deck ja. Und dann sehen Sie sich das mal an. Da sehen wir das Schiff unter vollen Segel auf dem Foto. Aha. Und das war, wie es noch schwarz war, wie es unrestauriert war. Beim früheren Besitzer ist das ein Foto unter vollen Segeln. Ja. Wie wir es da. Aber da war es trotzdem einsatzbereit auch, ja? Ja, ja, sicher. Aber es war eben alles in einem nicht sehr schönen Zustand. Ja. Und so sieht es jetzt aus. Das ist jetzt vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Ist das. Ja, das ist tatsächlich auch für einen Bayern beeindruckend aus, finde ich. Ja, das will ich doch wohl glauben. Es ist wohl das schönste Schiff von Deutschland. Ja. Ich meine, ja. Das ist ja nicht bei den Haaren hergezogen. Ja. Das ist schon was. Mhm. Aber wie gesagt, mir ist das eigentlich ganz egal.
Ich wollte das Schiff retten, ich habe es gerettet und damit bin ich zufrieden. Aha. Was haben Sie denn gelernt? Tja, Mechaniker, gar nichts. Kaufmann, alles und nichts. Aha. Alles und nichts. Ich sage ja, ich war 17 Jahre, wie ich dieses Achsmessgerät entwickelt habe. Das ist auch eine Legende. Das Gerät heißt NC27, ist in Bayern sehr bekannt, das Gerät, weil ich in meinem Leben so viele geliefert habe nach Bayern, überhaupt in ganz Deutschland. Aber hatten Sie eine eigene Firma, die die Geräte immer, ja, immer. Eine kleine Firma. Und jetzt ist sie nur größer geworden und damit verdienen wir unser Geld. Aber wie ging das dann, als Sie, was Sie gesagt haben, Sie waren 25 Jahre in Amerika? Ja, das ist entstanden. Mein Sohn war 18. Ja. Wurde eingezogen zur Bundeswehr und irgendwie ist er so dumm aufgefallen bei gewissen Vorgesetzten, dass sie ihm das Leben schwer gemacht haben. Na, und dann haben wir überlegt und dann haben wir Rechtsanwälte eingeschaltet und dann sagte mir der Rechtsanwalt, ja Koch, sagt er, dann gehst du aus der Firma raus und der Sohn übernimmt die Firma und du haust ab nach Amerika. Waren Sie alleine dort dann mit? Immer alleine, ja. Meine Frau ist kommt von der Landwirtschaft, hat einen Bauernhof immer gehabt und die war so verwachsen, die ist nie rübergekommen, die ist immer zu Hause geblieben. Und nach den 25 Jahren in Amerika haben Sie dann wieder Heimweh gekriegt? Nein, das war schon ganz schön, aber wie gesagt, da habe ich gesagt, wie lange willst du das jetzt noch weitermachen? Jetzt wirst du langsam alt. Und dann überlegt man, kommt der Punkt irgendwann, wo man sagt, es geht so nicht mehr ewig weiter. Und es wurde immer beschwerlicher. Mhm. Und dann haben sie meinen Hund, den ich 13 Jahre hatte, ein ganz besonderer Hund, Trix, den hat man mir vor der Tür in Amerika erschossen am helllichen Tage. Es ging so schnell. Ich hatte ihm gerade Hundefutter gemacht und will es ausschließen. Die Türen waren alle auf in Florida. Ist ja logisch, wenn es warm ist. Und er lief auf einmal raus, bellte. Und zwei Minuten später kommt der Nachbar und sagt, something going on with Trixie, Harrow, come quick. Und da kommt irgend so ein verrückter Kerl, der war irgendwie vom Norden gerade dahin gezogen mit einem Vorwieler und hatte den Hund am Halsband und schliff den hinter sich her, mir vor die Füße. Is this you, doggy? I say yes. I killed him just hierdurch. Ich konnte nichts sagen. Aha. Normalerweise hätte ich den umgebracht. Hätte meine Winchester, meine 30-30 rausgeholt, hätte ihn umgelegt. Ich war nicht fähig. Ich habe keinen Ton rausgekriegt. Aha. Aber ich war geschockt. Ich habe gesagt, Haru, es ist vorbei. Ja, es war nur ein Hund. Aber den mochten Sie gern. Den mochte ich gerne. Es war ein ganz besonderer Hund. Aha. Aber er war nicht wieder lebendig zu machen. Jetzt hat mich eigentlich das Schiff bringt mich eigentlich darüber weg. Mhm. Das ist auch ganz schön. Ja, dass hier noch was ist. Wenn das jetzt nicht wäre, wenn das Schiff nicht hier wäre, dann hätte ich ab und zu vielleicht doch ein bisschen heim wieder Amerika. Dann würde ich das vielleicht noch so ein bisschen hinziehen und doch mal rüberfliegen. Aber ich werde dann im Leben nicht einmal mehr rüberfliegen. Aus und vorbei. Ja. Naja, das sind so Geschichten. An der Flensburger Förde entlang nach Flensburg. Für mich war Flensburg immer nur die Verkehrssünderkartei. Die ist in diesem Haus untergebracht. Und wenn man wochentags herkommt, dann kann man beim Pförtner den Punktestand abfragen. Aber Flensburg ist auch eine richtige Stadt mit richtigem Hafen und richtigen Straßenzügen und ganz normalen Häusern. In diesem wohnt der Augsburger Gustav Winkler. Also eigentlich sind Sie vom Beruf dann Erfinder? Nee, ich bin vom Beruf Maschinenbauer. Ja? Aber ich habe Ideen. Aha. Maschinenbau, das ist ja nicht so trocken, wie man sich das vorstellt, sondern das ist ja, da muss man Ideen haben, man muss was machen, man muss was Neues machen, man kann nicht immer die gleichen Maschinen bauen. Ja.
Und so schaut eine Maschinenbauerwohnung aus. Ja, so sieht das Wohnzimmer aus. Aber wenn Sie wegen des Gegenwindfahrrades kommen, ich habe ja auch Modelle gemacht vorher. Das hat allerdings ein Freund von mir gemacht. Und so, aber da sieht man am besten das Prinzip. Man hat also ein Windrad, kennt man. Ja. Der Wind kommt von vorne, das ist ja wichtig. Darum ist es ja ein Gegenwindfahrrad. Und jetzt dreht sich das Rad. Das sehen wir dann später, das erste. Also wir haben heute beim Frühstück darüber diskutiert und die erste Meinung, das kann überhaupt nicht funktionieren. Gibt immer wieder, man fragt sich, ist es ein Perpetuum mobile? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und unter Umständen funktioniert es auch gar nicht. Und bei dem Wettbewerb in Holland, jetzt im August, sind auch von den 6, die tatsächlich angetreten sind, 2 gar nicht gefahren. Einer von denen hat 120.000 Euro ausgegeben. Für nichts. Die sind 2 Tage an der Startlinie gestanden und haben sich nicht bewegt. Aber ich war ganz glücklich, denn wir haben 2.000 Euro ausgegeben. Ja. Jetzt, wenn man es sieht, sagt man, ja, ist doch klar, dass es geht. Ja. Aber es ist überhaupt nicht klar. Also man kann 120.000 Euro ausgeben. Ja. Professor an einer anderen Fachhochschule sein, das müssen Sie, aber können Sie von mir aus gern sagen. Ja, fährt der jetzt, wenn wir den anblasen? Ja, also das, ich habe eins, das besser fährt. Ja. Hier, mein Mund ist nicht groß genug, aber wir probieren es mal. Ja. Aber ich habe ein kleines. Aha. Das fährt auf jeden Fall. Also hier bräuchte man einen Föhn. Ja, ein bisschen mühsam. Ein bisschen einen Mucks hat er schon gemacht. Ein bisschen mühsam, ja, so toll können Sie gar nicht. Doch, oi. Ist das? Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Nochmal, Sie dürfen nochmal. Das ist die Frage dann bloß, ob es in groß auch fährt. Natürlich. Der alte Spitfire ist ein Relikt aus der Jugendzeit des Herrn Professors, als er noch in England tätig war. Wir fahren damit zur Fachhochschule, wo seine Erfindungen eingelagert sind. Zur Not könnten wir es ja hinten in den Hof wieder reinstellen, oder? Die Bremse, das ist ja, das hat ja Rücktrittbremse und die hakt manchmal. Also. Das ist, ich erkläre mal, das ist ein Rentner-Dreirad. Ja. Okay. Also wenn man immer so ja, stabil fährt. So, ja, so wackelige Leute, ja. Ältere Herrschaften und so weiter. Ja. Und das ist so Kinder-Sandkastenschaufel. Aha. Das Ganze ist also praktisch zum Nulltarif gebaut worden. Aha. Das also, ist der Prototyp? Das ist 1992. Das welterste funktionierende Gegenwindfahrrad. Ich habe das ja als 8-Jähriger so vor 60 Jahren erfunden. Ja. Ich habe aber in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das von mir ungefähr 100 andere erfunden haben. Ja. Zurück bis ins 14. Jahrhundert. Aha. Das war dann kein Fahrrad, logischerweise, es war irgendwas anderes. Ja. Aber die Idee ist uralt. Mhm. Gut, jetzt schalten die das an und dann fahre ich dahin. Ach so geht es. Ja, ja, das ist also ungewöhnliche Haltung. Gut, kann losgehen. Knapp, oder? Ja, ja. Sie ist fast zu schnell geworden, oder? Das saugt mich rein. Aha. Das kann ihm mit dem aktuellen Modell nicht passieren. Es ist größer, schöner und besser ausgestattet als das alte. Aber auch zu schwer für die Windmaschine. Vielleicht geht es ja auch gar nicht mehr. Da. Nee, da geht er nicht. Hier. Wir kriegen trotzdem eine Vorführung. Hier kann man also gut runterrollen. Ja. Also optisch ist das nicht zu sehen. Ob das das einzige Problem ist, dass es hier Verkehr gibt. Ja. Aber das. Also das kriegen wir jetzt so nicht zu laufen, zum Laufen mit. Wie viel Wind bräuchte man denn? 5 Meter in der Sekunde. 4-5 Meter in der Sekunde. Ja. Hier ist 0. 0 ist zu wenig. Aber Gustav Winkler geht ums Prinzip. Wenn er eine Probefahrt machen will, dann macht er eine. Notfalls halt ohne Gegenwind bergab.
Ist zwar ein bisschen geschwindelt, aber sieht auch gut aus. Am nächsten Tag weht auch kein Wind. Nicht an der Küste und nicht im Landesinneren. Auch nicht in Schwensbiel, obwohl da eine Windmühle steht. Ich habe gerade eine Windmühle gesehen irgendwo. Da ist aber windet nicht. Tack! Jetzt ist Ihre da. Gepachtete Mühle. So wie das auch früher immer war, dass die Müller die Pächter waren. Gernstl ist mein Name. Walter Skau ist mein Name. Franz Gernstl. Ich Hallo, grüße hier. Euch. Hier ist Skau. Ja, wie geht's? Gut? Gut genug. Ja. Also, das hier ist eigentlich völlig realitätsfremd, nicht? Die heutige Mühlenwelt sieht ja völlig anders aus, ne? Ja. Also die tun noch richtig, oder? Das, was wir hier machen, ja, ich bin Berufsmüller, ne? Also kein Museumswärter. Das, was wir hier machen, ist wirtschaftlich ein völliger Anachronismus. Ne? Wir laufen ja weiterhin auf die Ziele zu, höher, schneller, weiter. Und hier geht es eigentlich genau andersrum. Ne? Tiefer, langsamer, näher. Aha. Wir arbeiten hier aus der Region für die Region. Ne? Mein Landwirt ist 3 Kilometer von hier. Aha. Wir kriegen das Getreide ja nun nicht aus MacPom oder aus womöglich aus Kanada, sondern wir arbeiten hier in der Nähe. Wir arbeiten mit Zukunftsenergie, ne? Ich sag das einfach mal so. Aha. Und wir arbeiten mit dem besten Werkzeug für Körnerzerkleinerung zu Schrot, was es gibt, der alte Mahlstein. Na? Da geht nichts drüber. Das würde auch der Großmüller sagen, wenn er hier neben uns stehen würde. Mhm. Also alles Sachen, die von der Vernunft und von der Logik her genau richtig sind. In 100 Jahren, wenn eure Kinder oder Enkel sagen, Mensch, der Großvater, der stand damals an dieser alten Mühle, dann sagen die in 100 Jahren, verdammte Kiste, da wäre ich gern dabei gewesen. Und ihr, die ihr jetzt hier seid, ihr seid dabei. Ja, wir haben hier zwei verschiedene Mahleinrichtungen. Einmal haben wir hier die Windmühleneinrichtung. Das heißt, mit diesem Mahlgang produzieren wir ein Futterschrot. Das ist natürlich von der Abnehmerseite her so gering, dass wir genügend Wind haben, um hier das gewährleisten zu können. Das heißt, das ist nur die Seite, die wir hier mit Wind betreiben können. Mhm. Wenn wir jetzt hier rüber schwenken auf die Menschenfutterseite, dann sehen wir hier 2 Mahlgänge. Mhm. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, mit einem großen alten Elektromotor ständig auf Wunsch mit der gleichen Drehzahl das gleiche Backschrot herstellen zu können, wenn es verlangt wird. Ach, dann tut es das Windrad nicht. Ich muss doch mit Motor arbeiten. Ich muss mit Motor arbeiten. Es geht nicht anders. Ach, das ist eben der Spagat, den wir machen müssen. Die ganze Illusion zerstört. Diese sogenannte romantische Illusion ist jetzt zerstört. Aha. Aber ich bin hier nicht dazu gekommen, um Mühlenmärchen euch zu erzählen. Sondern wenn ich heute eine solche Windmühle Naturenergie gestützt auf die Beine stellen will, dann muss eine Frage vorwegkommen. Vorweg. Was mache ich, wenn kein Wind weht? Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, ja, der Wind in Schleswig-Holstein. Ja, es ist natürlich ein Problem. Wie alt ist denn die Mühle? 1883. Wichtig ist mir, wenn ich das bitte noch mal sagen darf, ich möchte hier im Grunde genommen eher einen möglichen Weg nach vorne aufzeigen. Das ist mir ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, dass wir hier eine kleine, dezentrale, zukunftsweisende Produktionsstätte haben. Mhm. Und wenn immer gesagt wird, diese kleinen Mühlen leisten nichts, ja, dann kann ich genau das Gegenteil beweisen, und zwar
Wir hatten vor etwa 100 Jahren, als dieser Mühlentyp in der Blüte stand, ungefähr die gleiche Anzahl an Menschen im ehemaligen Deutschen Reich, 80 Millionen. 80 Aha. Millionen. Ja. Aber zu der Zeit, um die Jahrhundertwende, das heißt um 1900, war die der Getreideverzehr etwa doppelt so hoch wie heute. Heute isst man ja viel mehr Fleisch. Ja, na? Tatsächlich. Haben die mehr Brot gegessen? Die haben mehr Brot gegessen. Ja. Da gab es Grütze, Brot und. Ja. Nur vor 100 Jahren war es eben halt so, man konnte von hier ins nächste Dorf gucken. Da war eine Windmühle. Man konnte in das nächste Dorf da gucken. Da war auch eine Windmühle. Ja. Und die haben das alles, die haben den Getreideverzehr der Leute befriedigen können. Ja. Sie sehen sich schon ein bisschen so als Aufklärer, Reformierer. Aufklärer, also Aufklärung und Vernunft steht über meinem Lebensentwurf. Ne? Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn man immer nach einem sinnvollen Leben sucht, ne, was ja jeder für sich finden kann, dann gibt es in diesem Bereich unheimlich viele Möglichkeiten für jeden. Ne? Und wenn ich euch jetzt erzähle, wovon wir beide leben, meine Frau und ich, ne, dass wir also weit unterhalb jeder sogenannten offiziellen Mindestexistenz sind und trotzdem dabei super glücklich, dann hat das doch was, oder? Ja. Wie viel ist es? Wir leben zusammen im Monat von 600 Euro. Das klingt wenig. Davon essen wir, kleiden uns und was alles so bezahlt werden muss, von 300 Euro pro Nase. Uns geht Ihnen trotzdem gut. Ja. Klar ärgert mich das manchmal, wenn ich im Baumarkt stehe, vorm Schraubenregal. Was stehe ich vorm Schraubenregal und zähle mir den 20 raus und zähle dann wieder 5 zurück. Dann, ne? Herr Müllermeister? Ja. Ich hoffe, dass einiges rübergekommen ist. Wir haben alles genau verstanden. Ansatz. Viel Glück weiterhin. Gute Geschäfte. Ja, vielen Dank. Ja. Okay. Servus. Jo. Servus. Moin. Moin, moin. Gut. Dänemark. Die Dänen gelten als das glücklichste Volk der Welt. Dreimal so zufrieden wie die Deutschen. Warum eigentlich? Irgendwas machen die richtig, was wir Deutschen nicht richtig machen. Essen vielleicht. An der dänischen Seite der Flensburger Förde steht Europas beste Hotdog-Bude. Aber was sie da servieren, sind auch nur Wiener Würstchen mit Senf. Und Ketchup. Und Mayo. Und Zwiebeln. Und Gürkchen. Jetzt ist alles drin, was man reintun kann. Ja, bitteschön. Bin jetzt gespannt. Noch dazu behaupten Sie, diese Speise wäre in Deutschland erfunden worden. Damals hieß das eine Dackel. Ein Dackel? Ein Dackel. Und dann ist er ausgewandert nach Amerika mit seinem Dackel. Aha. Und da ist es dann bekannt geworden. Und so herum ist es hier nach Dänemark gekommen. Da tut sich ein Deutscher aber nicht so leicht mit einem dänischen Dackel. Und so soll es sein, so soll es sein, so ist es richtig. Man muss sich gekleckern, ja, das gehört dazu. Ja. Ja, sonst ist nicht genug drin. Dann der öffentliche Verkehr. Alles ist ein bisschen kleiner, aber zugegeben besser organisiert als bei uns. Da wissen auch die Fußgänger, wo es lang geht. Und selbst Raser halten sich an die Regeln. Das Vereinswesen. Happy Boys, now we're saying, and boy, der Schlagbaumgesangsverein von Padborg betreut den letzten verbliebenen Schlagbaum der EU. Mit Sondergenehmigung wird er einmal im Jahr für 15 Minuten feierlich geschlossen, besungen und dann wird er wieder aufgemacht.
Die et historisk minde, som hvornår skal passe på. Bum, 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 hurra! Hier in Dänemark ist das so, wenn 5 Menschen zusammenfinden, dann machen wir einen neuen Verein. Ja? Ja. Wir haben so viele Vereine hier in Dänemark, das kann man gar nicht begreifen. Ja? Aber wir sind so, so in etwa so wie die Bayern. Mhm. Wir feiern gerne, ja. Wir sind gerne lustig. Ja? Auch wenn man immer sagt, im hohen Norden, da sind die so... sauer und so steif. So steif. Stimmt aber das nicht. Sind wir nicht. Stimmt nicht, oder? Ist für mich eins dabei? Ja? Okay. Also Prost, Mädels! Da also, da tun sie sich nichts weg, die Deutschen und die Dänen. Da könnte man eine Seelenverwandtschaft vermuten. Aber warum sind sie dann so gut drauf, die Dänen? Die fröhliche Winterschwimmbande von Abenra könnte einen Hinweis liefern. Kämpfen hinterher! Ich habe keine Badehose dabei, sonst war ich schon drin. Was natürlich nicht ganz stimmt. Ich hätte zwar eine Badehose, verrate es aber nicht. Ich habe auch den Verdacht, dass der ganze Spaß nur darin besteht, sich erst ein bisschen zu quälen, um sie gleich darauf dafür zu belohnen. Aber was ist das denn? Dänischer Schnaps. Ja. Skål! 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 Auf die Sportler. Ja. Boah, der schmeckt aber gewöhnungsbedürftig. In Mögeltondern, ganz im Südwesten des Landes, treffen wir Iber Kram. Er freut sich, wenn er Vögel sieht. Jetzt erklären wir, was kriegen wir heute zu sehen hier. Ja, ich hoffe, ich kann es nicht versprechen. Also das heißt schwarze Sonne? Ja, das heißt schwarze Sonne. Aha. Und das ist, die Starren machen wunderschöne Formationen in den Erde. Oder wenn sie hier reinfliegen, werden sie von Greifvögeln angegriffen, machen sie unvorstellbare Formationen. Aha. Und das habe ich in 70er Jahren schwarze Sonne genannt. Ach, der Ausdruck stammt von dir? Ja, das stammt von mir, aber der ist jetzt so ein gängiger Begriff? Das ist in Dänemark ein Begriff. Und wann ist es soweit? Ja, ich kann ja in 22 Minuten sagen. Und dann wollen sie runter, bevor es ganz dunkel wird. Aha. Aber nicht so früh. Kommt man zu früh rein, dann kommen die Greifvögel und dann verliert man vielleicht den Leben. Das heißt, die haben jetzt einen Bedarf, die wollen gern schlafen, aber die wollen auch nicht getötet werden. Und die sammeln sich jetzt schon? Ja. In 15 Kilometer Abstand von hier. Die haben bis 100 Kilometer weg, um Futter zu essen heute. Ja. Und wo kommen die her? Die Starren hier sind Brutvögel von Skandinavien, Russland, von Baltikum und auch Deutschland und auch Polen und Dänemark und Norwegen. Natürlich. Und warum sammeln die sich gerade hier in Dänemark? Weil hier so guten Böden sind. Das heißt Insektlarven, das heißt Mückenlarven. Und das sind riesige in den Grasfeldern. Und das sind die Hauptnahrungsquellen. Und dann kommen die europäischen Starren daher, um in Dänemark noch ein bisschen dänische Insekten zu essen. Ja, um richtig zu sagen, ganz fett zu werden. Aha. Bin ich ja gespannt, im Moment sieht es noch nicht so danach aus. Nee, das hier, doch, da sind die ersten hier. Aber das sind ja ganz wenige. Aha. Ganz kleine Trupp. Ja. Und nicht mehr als 100. Man kann sie auch jetzt hören. Aha. Die versuchen sich jetzt zu lokalisieren und sagen, wir sitzen jetzt hier, komm rein. Wir wollen gern mehr werden, dann haben die Greifvögel weniger Chancen. Ah. Könnten die denn so eine Gruppe den Greifvogel vertreiben? Ja, in der Gruppe hier war vielleicht ein bisschen zu klein, aber 10 oder 20.000 Starren gibt einen Furcht von den Greifvögeln. Ja? Die machen laut. Die Greifvögel haben ja wahnsinnig guten Reaktionsvermögen. Die können gut sehen, gut hören. Ja. Und fliegt da 10.000 Starren hoch, da kann man nicht wählen. Dann wird man blockiert von den Mengeneindruck, von dem Geräusch und was man sieht. Aha. Und dann fürchten sie sich und fliegen weg. Eine Kriegsschütze, wo sie ohne weiteres einen schnappen könnten. Ja. Sieh mal, hier kommen etwa 100.000 Starren hier rein. Ja. Thank you.
Das ist wie ein groß angelegtes Ballett. Ja, das ist wunderschön, nicht? Ja. Das ist immer imponierend. Und man denkt manchmal, warum machen Sie das? Ja. Das sieht aus wie Spaß, nicht? Aha. Aber es ist tobend ernst. Wie oft bist du da heraus? Im Herbst jeden Tag, etwa 30, 40 Mal. Aha. Jeden Tag ist anders, aber da ist ein Grundmuster und das heißt, ich will überleben. Aha. Und ich fühle mich privilegiert, dass ich das erleben kann. Ja. Vielleicht ist das banal, aber das macht mich glücklich. Ich werde jedes Mal staune ich und finde das immer schön. Aha. Wie viele sind es jetzt, die da rumfliegen? Wir hatten etwa 400.000, 500.000. Tatsächlich? Ja. Jetzt sind die meisten runter und dann singen sie etwa 20 Minuten und dann wird ganz ruhig und dann morgen wieder bei Sonnenaufgang wieder singen, etwa 20 Minuten und dann fliegen sie in alle Richtungen raus, um zu essen. Ja. Also zum Einschlafen und zum Aufstehen singen sie? Ja. Ja. Warum, wissen wir nicht, aber sie tun es. Ein letzter Tagesablauf, oder? Ja. Ja, dann lass uns jetzt schlafen, die Starre, oder? Ja, ja, ja. Ja, da ist aber hübsch, oder? So, das ist das Ende unserer großen Reise. Da drüben im Nebel liegt Sylt. Da haben wir angefangen, vor vielen Monaten. Sind dann einmal links herumgereist, rund um Deutschland. 3.750 Kilometer sind es. Jetzt sind wir wieder hier an der Nordseeküste. Und jetzt verabschieden wir uns, ganz feierlich. Nee, du sagst dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag vielen Dank fürs Mitreisen. Und fürs Mitreisen, so. Genau. Ja. Cool. Ja, also, okay. Also okay. Achtung und los. Okay, ne? Ja. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Mitreisen. Und fürs Zuschauen. Ich sag Mitreisen, Mann. Mann. Wurscht, Mann. Sind wir nochmal, oder? Was? Nochmal, ja. Okay. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und fürs Mitreisen. Schön war's mit euch. Hoffentlich kommt ihr wieder mit, wenn wir wieder mal unterwegs sind. Prost. Prost, Franz Schafer. Prost, Stefan Rauers aus Oberindling. Genau. Prost. Prost, Hans-Peter Fischer aus Rosenberg. Prost, Hans-Peter Fischer. Prost, liebe Zuschauer. Prost. War uns ein großes Vergnügen, mit euch zu reisen. Habe die Ehre. Servus. Meine Hochachtung. Jetzt haben wir das Auto nicht hingestellt. Ja, macht sollte da stehen, das Auto eigentlich.